Leute, und damit ganz herzlich willkommen hier zum nächsten Tutorial. Ich mache hier mal die Musik an, die habe ich letztes Mal vergessen. Tut mir furchtbar leid. Ja. Und wie letztes Mal schon besprochen, wird es heute um die Bedeutung der Signale gehen. Wer ja meine Livestreams verfolgt, der weiß, dass ich mir die HV-Signale von Train Fever rübergezogen habe. Und die sehen wie folgt aus. Ja, das sind die Einheits- oder die HV-Signale Bauform 1969. Wer die meisten kennt, weil die werden noch an den meisten Strecken verwendet. Es kommen immer mehr KS-Signale, gibt es ja auch schon, aber die Palette davon ist noch ziemlich gering. So, und da mich ein netter Herr Mario gefragt hat, ob ich nicht hier ein kleines Tutorial zu den Signalen machen kann, denn er weiß nicht so wirklich, was die denn bedeuten, ja, werde ich das heute euch mal zeigen, falls ihr das noch nicht möchtet. Grundsätzlich gesagt ist, dass die Bedeutung der Signale keine Wirkung auf die Fahreigenschaft hat. Das heißt, wenn das Signal Langsamfahrt anzeigt, fährt der Zug nicht langsam. Denn Train Fever, oder wir sind ja jetzt im Transport Fever, erkennt nur Halt oder Fahrt. Ja, erkennt also wie im Computersystem eine 1 oder eine 0. Das Bild ist einfach nur zum Schönbau da. Was ich ein bisschen dumm finde, ist, dass das Signal halt nur eine Stellung kann. Das heißt, das Signal kann hier entweder nur rot oder, wie gesagt, diese Signalstellung hier anzeigen. Das heißt, man hat unendlich viele von Signalen. Was natürlich auch ein bisschen kacke ist, wenn man mehrere Züge auf einem Doppelgleis fahren hat und man hat zum Beispiel einen Abzweig, ja, und die Hauptstrecke ist mit 120 und man hat zum Beispiel dann einen Abzweig mit 80, ja, dann würde man zum Beispiel hier dieses Signal verwenden, aber kann man ja nicht, ja, weil auf der Hauptstrecke ja 120 ist. Deshalb passt es halt nicht so wirklich gut da rein. Ich hoffe, da wird Urban Games noch irgendwie einen kleinen Nachtrag machen, dass man die Signale auch nicht nur als Halt und als Fahrt benutzen kann. Aber grundsätzlich gesagt, kann man sich entweder am Bild orientieren, ja, oder an der Bezeichnung. ESIG bedeutet Einfahrsignal, steht ja auch dann hier oben. Dann haben wir hier hinten noch ein Selbstblocksignal. Ja, das sieht man schon. Der hat hier entweder die Stellung rot oder grün. Und hier hätten wir noch die Möglichkeit zwischen rot, grün und grün-gelb. Wie wir hier sehen, das wäre die Langsamfahrt. Dann gibt es noch diese Blocksignale. Die haben auch hier diese zwei Zweierblöcke. Kenne ich so nicht, dass hier das untere Signal leuchtet, aber gibt es ja dann wohl anscheinend. Und wie gesagt, die Bahnhofsignale, die sehen so aus. Das sind die ASIG, die haben dann Doppelrot und haben Grün-Gelb auf der linken Seite und hätten eigentlich dann noch die Rangierfahrt. Ja, gibt es aber noch kein Signal davon. So, aber wie setzt man die ein? Ja gut, Bahnhofsignal sagt es ja eigentlich schon. Wenn man eine langsame Ausfahrt hat an einem Bahnhof, langsame Ausfahrt bedeutet bis 60 km/h ist Langsamfahrt signalisiert und Langsamfahrt wird mit grün-gelb signalisiert. Das heißt, wenn ihr jetzt hier zum Beispiel nicht mehr wisst, okay, was habe ich hier für eine Geschwindigkeit, einfach mal kurz ein Gleis hier nehmen und dann hier ziehen. Und wie gesagt, ich baue ja normalerweise mit geraden Geschwindigkeiten. Aber wir sehen hier hinten, wir hätten hier 59. Das heißt, wir bräuchten hier ein Ausfahrsignal für Langsamfahrt. Zum Beispiel, ja, und was das bedeutet, ja, das ist zum Beispiel Hauptsignal und Vorsignal von dem nächsten Signal schon an einem Masten. Könnt ihr verwenden, wenn der Abstand ziemlich gering ist. Ja, wenn der an Bahnhöfen setzt sich hauptsächlich ohne Vorsignal, denn das kommt bei mir erst ganz am Ende, wenn die letzte Weiche vorbei ist, dann würde ich irgendwo hier dann mein Vorsignal platzieren für zum Beispiel hier dann das Einfahrsignal. Machen wir jetzt einfach mal ein Einfahrsignal,
mit Einfahrt 80. Das bedeutet nämlich diese 8 oben drüber. Das heißt, wenn die links von diesem Signal steht, ist es immer oben drüber. Und das bedeutet dann, das gilt ab diesem Signal. Ja, das ist aber nur visuell. Das heißt, ihr müsstet dann hier ein Gleis legen mit 80 km/h. Vielleicht auch schon etwas vorher anfangen. Ja, wenn wir so anfangen und wenn wir dann hier unser Signal platzieren, ja, dann hat ihr schon kurz bevor das Signal erreicht 80. So ist es ja dann auch in echt. Also wie gesagt, Langsamfahrt gilt bis 60, ab 70 wird alles mit grün signalisiert. So, wenn ihr zum Beispiel dann eine Strecke habt, die hat 70 oder 90, ja, und ihr möchtet die beschildern, ja, dass der Zugführer das ja dann auch weiß, ja, er weiß es natürlich, weil die Schienen geben das ja vor, dann haben wir hier einmal die Signaltafeln, da werden die ganzen Links werden dann unten in den Kommentaren, in der Beschreibung stehen, ja, da packe ich euch hier die ganzen Links rein. Da haben wir hier nämlich die verschiedenen Geschwindigkeitsschilder und da haben wir jede Stufe. Wenn wir zum Beispiel jetzt hier eine Strecke haben mit, ja, wie gesagt, wir haben jetzt hier eine Ausfahrt, zum Beispiel nur mit 50, gibt es auch. Ja, da wir aber kein Signal haben, das 50 signalisiert, können wir jetzt hier zum Beispiel ein Signal hinsetzen mit Langsamfahrt und können davor ein Schild machen mit 50. Dann weiß der Zugführer, okay, ab hier ist 50 und dieses Signal ist eine Ankündigungstafel, die steht in einem bestimmten Abstand. Ja, das könnt ihr euch dann irgendwie ausmalen. Ja, könnten wir zum Beispiel sagen, okay, hier, dann weiß der, okay, also in echt ist etwa 1 Kilometer steht diese Signaltafel oder diese Warn- oder diese Geschwindigkeitsankündigung etwa 1 Kilometer vor diesen Geschwindigkeitsschildern, also wo diese Geschwindigkeit dann giltet. Und ja, einfach mal ein bisschen rumprobieren, was ihr so am besten für einen Abstand habt. Ich empfehle 320 Meter. Ja, ist ganz einfach gemacht. Ihr legt euch einfach hier ein Bahnhof mit 320 Metern hier hin. Kurz ausmessen. Etwa merken, ja, nur etwa. Und das sehen wir, kurz nach der Weiche wäre das schon. Das heißt, in diesem Fall würde die Tafel dann hier stehen. Ich finde, so die 320 Meter passt so vom Verhältnis einigermaßen gut. Und ja, da könnte man ein bisschen durchscrollen. Da gibt es eigentlich so gut wie jedes Signalbild. Also 120 haben wir hier. Wir müssen ja immer eine 0 noch dazu rechnen. Das heißt, es wäre 120 ab diesem Signal. Das wäre 100 ab diesem Signal. Ja, da haben wir freie Fahrt und am nächsten Signal haben wir Halt zu erwarten. Und was es auch noch gibt in diesem Pack, ist eine Links- und eine Rechtsversion. Darauf ist zu achten. Das steht dann hier unten immer dran. Ja. Das heißt, hier steht mal einmal links vom Gleis. Ja, das ist zum Beispiel rechts vom Gleis. Gilt aber beide in die Richtung. Das heißt, wenn die Züge von dieser Richtung kommen, ignoriert er die Signale einfach, weil die gelten ja nicht für ihn, sondern nur für die Züge, die von dieser Richtung kommen. Wie gesagt, wir haben ja in Deutschland generell Rechtsverkehr, aber an den meisten Bahnhöfen steht natürlich auch hier zur Absicherung dieses Weichenbereichs auf dieser Seite ein Signal. Könnt ihr hinplatzieren, wenn ihr wollt. Müsst ihr natürlich nicht. Ja. Dann haben wir noch dieses Signal. Das bedeutet, dass ab diesem Signal 120 ist, was natürlich freie Fahrt ist. Deshalb ein Grün. Am nächsten haben wir auch Grün, ja, aber da ist nur noch 100. Deshalb die Drehangel nach unten. Na, das ist ein ZS3V mit 100. Das heißt, ab dem nächsten Signal müsste dann hier das Signal 100 anzeigen. Ja, der Abstand ist jetzt natürlich nicht richtig, ja. Aber dann hätten wir hier eine Strecke von 120 und die gilt ja dann auch noch bis kurz vor dem nächsten Signal und ab da ist dann 100. So, diese Varianten gibt es auch in der verschiedensten Ausführungen. Ja, wie wir hier sehen, zum Beispiel ab jetzt 120 und dann 80. Es gibt alles Mögliche. Dieses Signal gibt es auch. Das sehen wir schon. Da haben wir auch die Drehangel unten drunter. Aber wenn wir am nächsten Signal Halt
erwarten haben, dann ist die Triangel schwarz, weil dann wissen wir ja noch nicht, was am nächsten Signal ist, ja. Ob da jetzt 80 ist oder sonst irgendwas. Deshalb ist die schwarz, weil wir ja eh halten müssen. Oder halt erwarten müssen. Wie gesagt, die anderen erklären sich ja dann von selbst. 60 ist noch Langsamfahrt. Und wie gesagt, ab 70 muss man dann generell ein Freifahrtsignal setzen. So, dann haben wir hier hinten noch unsere Vorsignale. Ja. Aber wer sich jetzt noch fragt, okay, wann setze ich hier ein Blocksignal, wann setze ich hier zum Beispiel jetzt ein Bahnhofssignal, wann setze ich hier ein Einfahrsignal? Ganz einfach, ich baue generell vor meinen Bahnhöfen ein Einfahrsignal. Ja. Die sehen so aus und zwischen den Abschnitten, also hier zwischen der Strecke, baue ich ein Blocksignal, denn die Geschwindigkeit ist ja eh vorgegeben und das zeigt er dann nur rot oder grün an. Und ja, das ist ja völlig ausreichend, weil mehr Funktionen soll es ja oft mitten auf der Strecke ja nicht haben. Wie gesagt, dann haben wir hier hinten noch unsere schönen Vorsignale. Also wie ihr seht, wir haben hier häufig Signale. Wer das wirklich nachbauen möchte, ihr braucht ein gutes Mausrad dazu. So, hier sind wir bei den Vorsignalen. Und da gilt auch wieder das gleiche. Hier haben wir ein Vorsignal für ein Langsamfahrsignal. Das heißt, wir können jetzt hier ein Vorsignal platzieren. Das sehen wir hier an diesem Schild. Ja. Das heißt, an dem nächsten Signal würde dann Langsamfahrt sein, ohne Geschwindigkeit. Das heißt, die Geschwindigkeit ist dann auf der Strecke eh schon 60 oder geringer. Deshalb gibt es auch noch Vorsignale mit Geschwindigkeitsankündigungen. Das heißt, wenn ihr hier auf der Strecke seid, ist zum Beispiel 120. Das ist jetzt links, links. Ja, kurz einfach mal auch wieder ein linkes. Reiß mal das kurz ab. So. Ja, ist zum Beispiel auf der Strecke 120. Und am nächsten Hauptsignal wäre ja dieses hier. Wäre 80, dann könnten wir hier das durch das Vorsignal signalisieren. Dann bräuchten wir nicht hier extra noch so ein Schild hinstellen mit 80, sondern das würde dann von dem Vorsignal übernommen werden. Sehr finde ich sehr cool. Ja. Und wir haben auch noch Wiederholer drin. Wie kann man das jetzt erklären? Es gibt manchmal Abschnitte, die ja sehr kurvig sind und da macht man sogenannte Vorsignalwiederholer rein. Die sieht man hier erstens mal an diesem weißen Punkt hier oben und andererseits haben die kein Schild. Denn das Vorsignal steht generell ein Kilometer, also mindestens ein Kilometer vor dem Hauptsignal und auf schnelleren Strecken weiter weg. Also, soweit ich weiß, ist bei 120 sind es 1,2 Kilometer, bei 160 sind es 1,6 Kilometer und so weiter. Das heißt eigentlich eine ganz einfache Rechnung. Aber wie gesagt, wenn ihr da eure Vorsignale platzieren möchtet, ja, ich empfehle da euch dieses Signal, weil da ist ja das Vorsignal schon integriert. Wenn ihr Strecken habt, wo ihr nur eine Linie drauf fahren lasst, dann könnt ihr ruhig mal mit sehr viel Abstand eure Signale platzieren, denn es fährt ja eh nur eine Linie drüber und wahrscheinlich nicht mit so einem hohen Takt, dass da so viele Züge auf der Strecke sind. Deshalb einfach mal, ja, nicht unbedingt immer so ein Signal bauen, sondern auch einfach mal so eins ohne Vorsignal. Gibt's ja auch. So, und Vorsignale werden beschildert mit diesen Balken, Vorsignalbalken. Wie wir sehen, die stehen in 100, 175 und 250 Meter Abstand. Und ich baue die generell, ja, da wir hier diesen Klasse-Mod haben. Ich nehme hier einen 40 Meter Bahnhof und setze die Balken immer in diesem 40 Meter Abstand. Das heißt, ich suche mir hier grob raus. Ja, wo sind hier 40 Meter? Das ist bis da.
Also kurz merken. So, da kommt Streifen 1 hin. Weil das ist ja am nächsten dran. Na, dann gehen wir weiter. 40 Meter weiter. Das ist dann etwa da. Da kommt dann Balken 2 hin. Und nochmal 40 Meter weiter. Oh, kommt dann der dritte Balken hin. So, das heißt, drei Balken ist ja rein logisch, drei Balken ist mehr wie zwei, das heißt, hier ist noch weiter weg. Und ja, so werden die Vorsignale signalisiert. Oder beschildert. Die Vorsignale werden ja nicht signalisiert, sondern beschildert. Diese muss man nicht beschildern, weil ja da das Hauptsignal noch dabei ist. Das heißt, hier muss man diese nicht setzen. Was man auch machen kann, wenn man zum Beispiel jetzt kein Vorsignal setzen möchte, das sieht man oft auf Nebenstrecken, dann kann man einfach nur hier dieses Schild setzen und da sehen wir, aha, das kommt uns ja bekannt vor, nämlich das ist dieses Schild von einem Vorsignal. Das heißt, wir sagen einfach, ab hier, Achtung, das ist noch etwa 1 Kilometer bis zum Hauptsignal. Ist heutzutage, glaube ich, nicht mehr so aktuell, aber man sieht es noch auf ein paar Nebenstrecken. Bin ich so der Meinung. Also hier bei uns sieht man so ab und zu noch auf einer Nebenstrecke. Ja, aber auch dieses Schild muss dann signalisiert werden mit diesem. Das heißt auch wieder mit 1. Ja, ich mache das mal mit ein bisschen kleineren Abstand, einfach nur zum Zeigen. Ja. Auch wenn hier, das reicht schon als Vorsignal, damit der Zugführer weiß, okay, da kommt 1. Die anderen sind ja dann wieder selbsterklärend. Ja. Wo ihr auch darauf achten solltet, wenn ihr jetzt hier ein Signal habt, wo hier freie Fahrt gezeigt wird, das heißt grün-grün, wie ich es jetzt hier ausgewählt habe, wie wir es hier unten sehen, grün-grün, dann dürft ihr natürlich erstens hier als Wiederholer nicht langsam fahrt, gelb-grün hinbauen, weil ihr habt ja hier grün-grün signalisiert und dann gelb-grün signalisieren, auch nicht. Und man darf natürlich auch nicht hier nochmal so eins reinsetzen, ja, mit dem Schild, weil das geht auch nicht, weil das haben wir ja schon hier. Da, also da wirklich aufpassen, wenn ihr da natürlich nicht so fit seid, dann, und wenn das euch relativ egal ist, ja, aber ich sag's euch einfach, wie es gehört, ja, also aufpassen, es gibt Vorsignale mit Schild und es gibt halt welche ohne Schild. Und auch aufpassen, wenn ihr jetzt zum Beispiel jetzt hier 80 angekündigt habt, dann braucht ihr hier, ja, wie wir sehen, die Wiederholer haben das ja nicht. Das heißt, wir haben ja schon mal einmal 80 angekündigt und können dann hier, ja, einen Wiederholer reinmachen. Zack, wenn zum Beispiel die Strecke sehr kurvig ist, macht man das sehr oft, damit es der Zugführer wahrscheinlich nicht vergisst oder sowas. Aber so kann man das regeln. Ja, dann haben wir hier noch ein Bahnhofsausfahrtssignal, ja, dann können wir hier zum Beispiel signalisieren, wir haben hier eine Ausfahrt von 100, ja, und könnten dann sagen, Achtung, Moment, Achtung, es nähert sich ein Bahnhof, ja, mit Einfahrt 30, gibt es ja auch, wenn es zum Beispiel da hinten ein Kopfbahnhof wäre, dann sagen wir hier halt, Achtung, Einfahrt 30, gehören natürlich hier noch die Schilder da davor. Und wie gesagt, das ist jetzt halt ein bisschen Rumgesuche. Da könnt ihr jetzt dann entweder... Moment. Jetzt muss ich selber suchen. Ja, da könnt ihr dann entweder das Signal nehmen. Und könnt ihr das dann hier hinstellen, weil das ist hier unsere letzte Weiche. Macht dann hier ein Schildchen mit 30. Ja. Oder ihr könnt euch auch das Signal suchen. Ja, also es gibt die Anzeigen 30, 60, 80, 100, 120. Die Anzeigen gibt es. Alle anderen muss man halt per Schild machen. Aber man kann natürlich auch ohne Vorsignal das hinmachen. Aber an oder vor Bahnhöfen ist dieses Signal eigentlich Standard. Ja, da könnt ihr zu was weiß ich wie vielen Bahnhöfen gehen. Ihr seht eigentlich immer dieses Signal. Ja, man könnte jetzt zum Beispiel auch nur das platzieren. Könnte man, ja. Aber man signalisiert sozusagen
Ja, ich baue jetzt einfach mal das hin. Man signalisiert sozusagen mit diesem Vorsignal schon die Anzeige des hier hinten stehenden Ausfahrsignals des Bahnhofs. Ja. Ich weiß, es stimmt nicht immer überein. Deshalb finde ich halt, sollte Urban Games noch das hinzufügen, dass ein Signal mehrere Signalbilder zeigen kann. Weil, ja gut, ich nehme jetzt da als Beispiel EEP. Da kann jedes Signal jedes Bild anzeigen. Ich könnte zum Beispiel jetzt hier das Signal bauen und könnte zum Beispiel sagen, es soll rot anzeigen, grün-gelb oder zum Beispiel nur grün, ja. Für die Grünanzeige, für die Züge, die geradeaus fahren, ja, grün-gelb, die zum Beispiel da vorne dann abbiegen, ja, und das halt auch dann dieses Grün-Gelb-Funktion hat. Das heißt, ab einem Signal mit Grün-Gelb fährt er halt nur noch mit 60, obwohl die Gleise dann zum Beispiel für 80 aus oder 100 ausgelegt sind. Das wäre noch sehr wünschenswert, weil dann bräuchte man nicht hier diese Palette an Signalen und bräuchte auch nicht hier diese Geschwindigkeitsgleise. Und hätte dann auch nicht einen Nachteil, wenn man hier zum Beispiel jetzt ICEs drüber schicken würde, dass sie dann auch abbremsen. Ja, sondern könnte man halt viel mehr Sachen in dieses Spiel einfügen, was es ja dann auch wirklich in der Realität gibt. Bin mir nicht sicher, ich habe da schon ein bisschen was, aber ich will jetzt nicht zu viel sagen, ja. Ich will jetzt nicht zu viel sagen, nicht, dass ihr dann nachher kommt, das hat doch der und der gesagt. Nein, ich sag, ich hoffe, dass sie das machen, ja. Aber das wäre so die grobe Erklärung mit der Benutzung und der Erklärung der Signale. Ich hoffe, es hat euch gefallen und auch weitergeholfen. Falls ihr noch totaler Bahnneuling seid und ihr habt noch weitere Fragen, dann könnt ihr mich einfach anschreiben, dann könnten wir auch uns mal auf dem Teamspeak treffen. Ihr könnt mir auch jederzeit in Facebook, in Twitter oder was weiß ich wo anschreiben, im Forum oder so, ja, und schreibt, hey, ich habe Probleme mit so und so. Dann kümmern wir uns darum, ja. Wenn ihr wissen wollt, wie die Signalisierung in einem großen Bahnhof funktioniert, wie zum Beispiel hier, dann schaltet doch mal 2 Tutorials zurück, dort habe ich das schon erklärt. Und ja, ich würde mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen bedanken. Diesmal nicht so lang wie das letzte Mal, ja. Wir sehen uns dann beim nächsten Tutorial. Falls ihr weitere Mod- oder Tutorial-Vorschläge habt, dann einfach unten reinschreiben. Aber ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.